Hallo, hier bin ich wieder mit einem neuen Vergleich. Die letzte Folge des Gardena vs. Vox hat sehr viele Online-Visualisierungen gebracht. Wer diese erste Folge nicht gesehen hat oder sie in englischer, schwedischer oder italienischer Sprache sehen möchte, kann dies tun, indem er auf den oben angeführten Link klickt. Also, wie gesagt, hier bin ich, auf große Anfrage hin. Auch diesmal habe ich Modelle zweier bekannter Marken ausgewählt. Den Bosch Indigo, der ca. 1600 Euro kostet, und den Husqvarna 305, der an die 2000 Euro kostet. Das erste Modell eignet sich für Flächen von ca. 1000 Quadratmetern, das zweite Modell für Flächen bis zu 500 Quadratmeter. Gleich auf den ersten Blick sehen wir, dass der Husqvarna etwas kleiner und kompakter ist, währenddessen der Bosch etwas massiver erscheint. Anders ist das Gefühl beim Berühren der Geräte. Das Gehäuse der Husqvarna erscheint robuster gegenüber jenem von Bosch. Bosch ist größer, der Schnittumfang ist in der Tat etwas weiter, 26 cm gegenüber den 17 der Husqvarna. Wir finden allerdings keine so große Messer, wie man meinen möchte. Die großräumige Unterbringung wird wohl eher sicherheitstechnische Gründe haben. Auch in diesem Fall ist die Installation ähnlich. Eine Schnur bestimmt die Eingrenzung und wird am Außenbereich des Gartens entlang verlegt. Auch diesmal habe ich hier hinter mir zwei Rechtecke abgegrenzt. Sie sollen dazu dienen, die Unterschiede der beiden Maschinen besser hervorzuheben. Bislang sind die Rechtecke noch ohne Hindernisse. Die grundsätzliche Verschiedenheit in der Arbeitsweise der beiden Geräte fällt sofort auf. Bosch Indigo hat ein betriebseigenes System namens Logicut. Dieses System soll ein systematisches Mähen auf der Grundlage vorgegebener paralleler Spuren gewährleisten. Diese Spuren werden bereits bei der anfänglichen Kalibrierung des Arbeitsfeldes definiert. Also so, wie ich das bereits vorhin mit den Bahnen verständlich gemacht habe. Husqvarna mäht nicht nach einem systematischen Muster. Sein Muster ist willkürlich und ergibt sich aus dem Auffinden des äußeren Abgrenzungsdrahtes und dem Anfahren von festen Hindernissen. Beginnen wir mit Husqvarna und beobachten wir, wie der Roboter arbeitet. Sobald das Gerät den Außenbegrenzungsdraht erreicht, hält es und fährt etwas zurück, um dann wieder anzuhalten, dreht sich um die eigene Achse und fährt los. Gehen wir über zu Bosch. Seine Logik ist anders und optimiert während des Kalibrierens auch die Mähphasen. Dies geschieht dank des Logicut-Systems. Bosch sieht also vor, dass der Mähvorgang im Gegensatz zur Husqvarna nicht willkürlich abläuft. Der Mähvorgang ist systematisch und läuft in parallelen Bahnen. Somit wird auch vermieden, dass in bereits gemähte Zonen zurückgefahren wird. Für den Bosch und sein Indigo ist dieses Logicut-System genau die Stärke des Gerätes. Verglichen mit der Vorgangsweise von Husqvarna, die nach dem Zufallsprinzip mäht, ist der Mähvorgang vom ersten Gerät in einer viel kürzeren Zeit zu bewältigen. Die Zeitersparnis ist dabei von ca. 30%. Diese exzellente Leistung ist in der Broschüre des Produktes leider nicht besonders klar hervorgehoben. Darin sind die Tests mit und ohne Logicut nicht durch objektive Daten belegt, sondern nur grafisch durch weiße Bahnen dargestellt. Ich bin aber davon überzeugt, dass nur ein praktischer Test Klarheit verschafft. Also Schluss mit dem Gerede und lassen wir unsere Hauptdarsteller arbeiten, indem wir sie genau beobachten. Wir haben gesehen, dass Husqvarna hält, sobald er auf den Draht stößt. Er fährt dann circa einen halben Meter zurück, hält wieder, dreht sich um sich selbst und fährt weiter. Der Sinn der Rotation ist das Zufallsprinzip, von dem ich vorhin sprach. In der Tat kann es vorkommen, dass der Roboter sich in eine günstige Richtung dreht und damit dann in einer noch nicht befahrenen Zone mäht. Es kann aber auch passieren, dass er sich in eine Richtung dreht, die er bereits befahren hat und damit wieder dort mäht, wo er bereits war, als sei er in dieser Zone gefangen. Das ist besonders im Eckbereich oft der Fall. Genau dort wird dann durch das Messer und die Räder der Rasen strapaziert. Kommen wir also zurück zu Bosch Indigo. Das Logicut-System erweist sich recht bald als sehr anfällig und anders als im Werbematerial beschrieben. Der Roboter verliert oft die Orientierung und führt dann die Kalibrierung erneut durch. Während dieses Prozesses wird kein Mähvorgang durchgeführt. So
Zudem wird das gesamte System durch ein einfaches und unvorhergesehenes Hindernis, wie zum Beispiel einen Stuhl, einen Blumentopf, derart gestört, dass die Maschine neue Koordinaten sucht. Dafür vergehen unzählige Minuten. Am Ende sind die durchgeführten Mehrarbeiten eine Summe von Resets, während derer der Roboter die Arbeit unterbrochen und wieder angefangen hat. Damit werden alles andere als geordnete Bahnen gefahren. Manchmal führt dies zu nicht gemähten Flächen und eben auch zu dem, was man als einen nicht gewünschten zufälligen Mähvorgang bezeichnen würde. Die Qualität des Rasenschnitts ist generell bei beiden Maschinen gut. Bei einer peniblen Bewertung der Arbeit von Busch kann man feststellen, dass der Randbereich unsaubere Stellen mit nicht geschnittenen Gräsern aufweist. Dies ist vielleicht auf die Form seiner Messer zurückzuführen. Sie sind an der Basis breit und an der Spitze eng. Betreffend Sicherheit sind beide Maschinen sehr sicher. Das Messer ist gut innerhalb des Gehäuses verstaut. Damit kann es auch nicht aus Versehen passieren, dass Sie mit ihm in Kontakt kommen. Zudem hält das Messer sofort an, sobald die Roboter aufgehoben werden. Sobald die Stopptaste gedrückt wird, halten beide Maschinen sofort an. Die Stopptaste von Husqvarna ist leicht zu umgehen, und zwar mit der simplen Aktion, die auf den Bildern ersichtlich ist. Sicherheitstechnisch ist dies allerdings kein Vorteil. Gehen wir zurück an die Arbeit, um uns anzusehen, wie die beiden Maschinen in verschiedenen Situationen funktionieren. Beginnen wir mit Hanglagen. Die Husqvarna scheint vielleicht gerade aufgrund der überdurchschnittlichen Gegenwirkung Schwierigkeiten damit zu haben, geradeaus zu fahren. Dies bedeutet, dass sie selbst die Arbeit beenden müssen, wo der Roboter nicht hingekommen ist. Busch ist intelligenter. Nach durchgeführter Kalibrierung in der Hanglage bewertet der Roboter, dass sein Auf- und Abfahren günstiger ist. In der Wirklichkeit ist nicht jede Wiese ein perfektes Rechteck auf gerader Ebene und frei von Hindernissen. Wenn auf jeder Wiese ein enger Durchgang gegeben ist, der zwei Bereiche zusammenführt, dann ist mit Husqvarna das Leben schwer. Wir sind mit dieser Maschine dem Zufallsprinzip ausgeliefert. Der Roboter wird nur von einer Seite zur anderen gelangen, sofern er zufällig in den engen Bereich fährt, ohne der Begrenzungsschnur zu begegnen. Wenn er hingegen der Schnur begegnet, dann muss er sich zufällig in die richtige Richtung drehen, um ins andere Feld zu gelangen. Dies ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, eine Schnur zu verlegen, die den Roboter über die Engstelle führt. Auf dieser Transitstrecke wird der Roboter allerdings nicht mähen. Diese Arbeit bleibt dann Ihnen überlassen. Indigo hingegen überwindet die Engstelle mit mehr Leichtigkeit, auch wenn es ihm nicht immer gelingt.